Ja, erstmal hier, moin moin, willkommen bei einer neuen Folge von. Nee, das hin war eigentlich ein bisschen falsch, ne? Neue Version ist keine rausgekommen von The Forest. Und ich sag mal, die heutige Folge heißt im Prinzip einfach nur Willkommen mit The Forest und was ist neu im Axt der Walde? Ja. Mion oder auch My One. Ja, ich weiß nicht, wie man den Nickname hier ausspricht. Dunkel wird's auch gerade. Da hat das hier heute angesprochen bei mir und meinte so, hey liebe Axt, ja, kennst du schon die neue Höhle hier beim Sinkhole unten? Und ich meine nicht die ganz unten, sondern die daneben. Ja, so oder so ähnlich ist der Wortlaut hier gewesen. Ich sag mal, ich fand das eigentlich recht lustig, ja. Ich habe mir hier gestern zum ersten Mal die Höhlen angesehen. Meine Fresse wird's hier dunkel. Ja. Die Höhlen angesehen. Die neuen Höhlengebiete angesehen. Ich muss echt sagen, hier, mein lieber Scholli, du, wer The Forest kennt und das auch schon ein bisschen länger spielt, ja, der sagt hier, ohnewegs gut, der große Schrecken ist mal weg, ja. Ich mach mir hier nicht mehr in die Hosen, wenn hier irgendwo um die Ecke was ein bisschen rumkreischt. Und wer so weit ist, ja, der hat definitiv in die neuen Höhlen zu gehen. Ja, es gibt hier ein Gebiet, nachdem hier das große Loch im letzten Update freigeschalten wurde. Warte mal kurz. Ich mach mal auch, ja, ein bisschen hier Tageslicht. Damit wir hier alle wissen, wo wir sind. Falls das irgendwer noch nicht gesehen hat. So, ja, hier. Auf dieser großen Brücke hier drüben. Ja, sind wir hier auf dem Weg zum anderen Gebiet. Ja, auf jeden Fall. Ich fand das recht interessant. Ich saß gestern hier, dachte mir so, mein lieber Scholli, das hast du jetzt gesehen und das hast du jetzt erlebt, aber zeig das auch mal den anderen. Die eine oder anderen, ich weiß, die spielen The Forest, aber die spielen nicht alles und die anderen, die spielen vielleicht gar nicht mal The Forest und die möchten das trotzdem sehen. Und vor etwas Zeit kam ja hier schon die Anfrage, Axt, wie sieht's aus? Machst du auch normale Let's Plays? Ich sag, nee, ich mach keine normalen Let's Plays. Heute ist das mal was anderes. Gestern dachte ich mir, wir zeigen das. Hab mir hier überlegt, wie machen wir das am besten? Ja. Ja, Regelmäßigkeit wird das auf jeden Fall keine werden. Das vorweg. Ich sag mal, grob, wenn es ein Specialty gibt, ja, einen sogenannten gerne. Und bevor wir hier weiter fortfahren. Ganz wichtig, für alle, die hier nix mit Cheaten am Hut haben wollen. Abdrehen. Ja, ab jetzt. Ihr habt das gesehen. Ich habe die Mod-AP im Gepäck. Das Ganze ist aus einem guten Grund. Ich habe mir das auch ein bisschen überlegt über die Zeit hinweg gestern und dachte mir so, mit oder ohne Mod-AP. Ja. Mit. Definitiv mit. Aus einem guten Grund. Ja, ich möchte euch hier das Ganze. Erlebnis definitiv vorführen. Ich will nicht sterben währenddessen. Nicht für mich, sondern für euch. Ich möchte hier ein ja, Erlebnis bieten, das einfach hier durch oder fortlaufend ist, ohne dass wir hier irgendwelchen Blödsinn ja, kreischt schon wieder einer, irgendwelchen Blödsinn durchmachen müssen, der eigentlich gar nicht notwendig ist. Und ich denke mir, ihr habt das jetzt auch gerade mal eben gehört, ja. Das war so ein dumpfer Ton. Der kam nicht von mir, der kam auch nicht von den Höhlen. Welche Höhle das ist, weiß ich jetzt nicht. Der Wasserfall ist auch gerade ein bisschen laut. Auf jeden Fall, ihr habt gesehen, in welche Höhle wir rein sind. Und ich zeige euch auch den ganzen Weg, wie man hier runterkommt. Das ist jetzt gerade auch ein bisschen dunkel. Ich mache ein Licht. Ja. Und bevor wir hier Licht anmachen, der eine oder andere wird bereits festgestellt haben, der Boden scheint hier ziemlich hell zu sein. Oh Mann, ich möchte es eigentlich kurz herzeigen. Ja, aber die Lautstärke des Wasserfalls lässt mir hier irgendwie nicht so wirklich viel Möglichkeit. Ja, dann haben wir hier kreischende Viecher. Oh Mann. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall irgendwo runter. Ja. Ist aber so weit ist das auch ohne Mod-AP, ne? Das heißt, jeder kann hier ein bisschen lang hüpfen, rumspringen. Ich denke mal, hier wird es ein bisschen kritisch, weil hier ist dann doch eine Kletterwand.
Ah, hier sieht man auch das Zeichen. Kletterwand. Ja, kann man hier runter. Packen wir auch mal aus. Kletter-Axt. Ne? So. Der gute Mann. Ja, wir könnten auch runterfliegen mit der Mod-AP. Könnten wir auch. Ja, aber ein bisschen authentisches Zeug hier machen wir heute. So. Runterklettern. Ja, gut ist. Drücken wir Taste E, damit wir das auch loslassen können. Hier kommt ja unsere gute Freundin, die Spinnenkönigin. Irgendwo da hinten ist die. Ja, da gibt's auch, irgendwo hier, genau, ist der Tennisschläger. Und weiter hier hinten, da sehen wir sie auch schon. Ja, das hässliche Vieh. Weiter hinten ist dann das Pedometer. Hier bekommen wir erstmal nur einen Tennisschläger, wenn wir das so möchten. Aber wir gehen hier runter. Rüber. Ja, erstmal rüber. Und dann ist auch hier der große Wasserfall. Großer Wasserfall. Ich weiß nicht, wie wir runterkommen. Ich denke mal, das ist hier irgendwo ganz weit drüben. Ganz weit drüben. Ja, da machen wir erstmal auch ein bisschen fliegen. Ja, Flugmodus. Ja, und gemütlich hier runter. So, und da wir jetzt auch ein bisschen Ruhe haben. Folgendes Szenario tut sich hier auf. Ja, in der Mod-AP. Das ist ja auch nicht nur, was ist hier überhaupt im Axt der Walde neu mit The Forest, ja. Sondern auch, gucken wir ein bisschen, was läuft hier mit der Mod-AP, was geht und was geht nicht. Viele, die die Mod-AP benutzen, wissen, dass es hier Cave Light gibt. Philipp, aka Soul Drink, hat das mal eingebaut. Da werden die Höhlen gut beleuchtet. Ja, das heißt, rundum gibt es hier wirklich keinen Bedarf, ein separates Licht anzumachen, wenn man hier Cave Light hochdreht. Das ist einfach eine gute Beleuchtung. Ihr seht, der Wert ist auch schon ein bisschen weit voran. Ich treibe den noch ein bisschen höher. Ja, und damit wird auch alles heller. Aber das ist ein bisschen verbuggt seit einigen Versionen. Philipp hat ja auch nicht immer Zeit, ist ja ein selbstständiger Programmierer, der gute Mann. Das heißt, bitte um Nachsicht, und das Ganze funktioniert auch. Ihr seht das. Ja, nur am Boden vielleicht, ja. Vielleicht nur am Boden, aber ehrlich, das ausreichend. Und deswegen springen wir hier jetzt auch mal runter. Ja, ein auf Geronimo. Bluten auch schon ein bisschen. Und gehen dann auch hier rüber, beziehungsweise hier runter. Ja, alles ist mit Vorsicht zu genießen. Ja, hier wird's ein bisschen steil. Ja, da gibt's auch eine gute Bibel, ja. Das heißt, wer hier jetzt meint, runterspringen zu müssen, das Leben ist vorbei, hier gibt's noch eine Bibel, um, ja, die letzten Worte zu sagen. Nee, Scherz beiseite. So, runter, runter. Ja, einfach runter. Ja, viel ist nicht passiert, nicht mal hier geblutet. Und da ist auch schon. Der Wasserfall lässt hier ein ziemliches Szenario an Akustik zu. Das heißt, ich muss ein bisschen brüllen hier. Die erste abgetretene Tür. Ja. Und da gehen wir auch weiter runter. Ja. Die blöden Mistviecher. Weiter runter. Einfach weiter runter. Ich sag mal so, wenn einer einen nervt, einfach stehen lassen. Ja. Speziell in The Forest ist das eine gute Taktik. Einfach stehen lassen. Wir können natürlich hier rüberlaufen und sehen dann, ja, da kommt auch eine Musik. Ja, von wegen, oh mein Gott, das musst du hier gesehen haben. Hier geht's aber nicht weiter. Ja, was hier an dieser Stelle passiert, ist einfach, das Spiel sagt einem, oder die Entwickler in dem Fall meinen hier, Spieler. Du bist an der richtigen Stelle, du kommst hier nicht weiter. Aber das, was du jetzt hier durch dieses Loch siehst, ja, dort musst du hin. Das heißt, das machen wir auch, ja. Aber nicht durch diesen Weg. Da gehen wir erstmal runter. Ja, wow. Hier ist ein Seil, ja. Ja, wir sind wieder halb abgestorben, nicht wundern. Zu diesem Zwecke, ich schalte jetzt auch mal um auf die Taschenlampe. Man sieht ein bisschen mehr. Ich nehme auch unser Tauchgerät mit und frage mich jetzt eigentlich, wo müssen wir hin? Ah, darüber. Ja. Das ist ein Weg, Leute, wirklich. Das ist ein ziemlicher Weg. So. Ja, durchlaufen.
stehen lassen, die blöden, bekloppten Leute hier. Oh, hier geht's auch nicht weiter. Hier ein bisschen durch das Wasser durch. Ja, da könnt ihr mal hier. Und hier müssen wir rüber. Ja, das heißt, wir sind hier rausgekommen. Aus diesem Loch hier. Und... ja, so einfach ist das ab und an wohl nicht. Und schlagen jetzt diese Wand hier zu Brei. Heute ruckelt das auch ein bisschen mehr als sonst immer. Ja. Oh Mann. Die kommen auf jeden Fall von überall her, ne? Ja, so gut ist hier erstmal eintauchen ins Wasser. Wenn die guten Kollegen ins Wasser mitkommen, ja, dann ist natürlich für uns gut, für die Kollegen schlecht. Aber auch das ist für uns gut, wenn es für die Kollegen schlecht ist. Tauchen? Nee, tauchen ist hier nicht, ne? Also wir wollen nicht, denke ich mal. So, müssen wir hier durch? Ja. Ich denke mal, hier müssen wir durch. Es gibt ein paar Areale, wie hier, ja, die mit Stein belegt sind. Ich gehe ins Inventar, hole mir hier eine Bombe. Wir sind auch gut ausgerüstet. Und liege die einfach mal hier rüber. Ja, und tschüss. Ja? Na, wie geht's eigentlich der Taschenlampe? 79%, das ist gut. So, hier kommt schon der nächste, ja. Trompetenrüssler seines Zeichens. Und das auch eine... oh Mann, hier ist was los. Ja, hier ist auch schon mal das erste Tor. Durch das müssen wir durch. Oh Mann. Nee, eigentlich nicht. Ja, ich habe hier ein paar Steine. Ja. Glück gehabt, du Mistvieh. Selbst schuld. Ja, das ist das erste Tor gewesen. Hier haben wir noch ein paar Kollegen. Die wollen auch eine auf den Latz geknallt bekommen. Ja. So, dann haben wir das nächste Tor. Ja, wer das noch nicht kennt, für die Mod Epic gibt's auch den sogenannten Inventory Mod. Ja, ich habe mir den hier auf die Taste Emblemata belegt und hole mir hier über den Inventory Mod einfach ein paar Steine wieder dran. Ja, die ich dann hier dran pappen kann. Und auch das Tor geht hier jetzt nun mal auf. Wir laufen hier runter. Hol mir aber auf jeden Fall die Axt. Ja. So, das kennt ihr. Der eine oder andere kennt das Gebiet vielleicht. Ja, hier ist eine dünne Brücke. Ich weiß nicht mal, ob man hier Brücke zusagen kann. Ja, und hier haben wir den dumpfen Röhrton wieder. Das ist so ein Brummen oder Röhren oder Grollen. Ja, das, ich weiß nicht, seit dieser Version ist das neu. 036? Ich denke wohl. Ja. Hier durch. Und hier. Ja, mit Taste I
schlängel ich mich hier mal durch. Und wir haben hier mehr oder weniger, haben wir hier das letzte Tor vor uns. Dann geht's auch raus in das Loch. Das heißt, ihr habt jetzt erstmal gesehen, ja, wie komme ich aus dem in die Höhlen rein, und man kommen schon wieder meine Axt, meine gute. Ja. So, nochmal ein paar Steine. Ja. Nee, Inventar. So, doch, jetzt Inventar. So kommt man aus den Höhlen raus. Und da sind wir auch schon draußen. Ich habe das hier in, was ist neu, in the Forest, in der Version 0.36. Zuletzt hier habe ich mitgeteilt euch, ja, da ist ziemlich was los, das auch nicht gelogen. Haufen hier, ja, Verrückter hier auf jeden Fall. Zwei von diesen Kartoffelsack-Mutanten ist die eine Sache, aber das andere ist, hier läuft noch ein bisschen ganz anderes, mieses Zeug rum. Mit dem freigeschalteten Loch, ja, ist ja noch was freigeschalten. Und jetzt kommt hier, ja, an und für sich erst der wichtige Teil in diesem Let's Play, wo ich sage, das ist das, was ich euch zeigen möchte. Ich mache hier meinen Flugmodus an. Warum mache ich meinen Flugmodus an? Mit der Mod AP, ja, er ist nicht so gut schwimmen. Auch wenn hier Flugmodus deaktiviert ist. Und ich habe die Mod AP im Gepäck. Ist beim Tauchen nicht wirklich aufregend. Ich komme kaum nach unten voran. Ja, mit dem Fliegen geht das, ohne Fliegen geht das nicht. Das heißt, hier in das Loch rein, hier fliegen und schwimmen auch ein paar Bretter rum. Und einfach. Ja, da war das Brummen wieder. Und einfach durch das Wasser durch. Warum die Mod AP im Gepäck? Ja, habe ich zur einen Sache schon bereits erklärt. Und zur anderen Sache ist, das neue Gebiet. Wenn ihr das nicht mit ein bisschen Cavelight betrachten könnt, entgeht aktuell meiner Meinung nach ein Haufen an Atmosphäre. Ja, vielleicht nicht unbedingt an Atmosphäre, aber das eine oder andere verpasst man. Ich sag mal. Und hier haben wir auch das Brummen wieder gehabt. Sag mal, alleine wenn man hier rauskommt, ja, sag ich, guckt hier, bitte guckt euch das an. Das ist ein ganz anderer Stil. Die Entwickler haben hier richtig rausgehauen. Mit dem neuen Gebiet. Timmy hat uns auch was hinterlassen. Was haben wir denn hier? Was sagt uns Timmy? Ja, Schwimmen, Fische. Ja, ist schwierig zu sagen, was das ist, ne? Ertrinkt hier einer? Ist es ein Guter? Ist es ein Böser? Ist es der Timmy selbst? Man weiß es nicht. Ja, nehmen wir mit. Das ist ja an und für sich etwas, was mich wirklich stark beeindruckt, ja. Hier diese komischen Pfeiler? Ich weiß es nicht, was das ist. Ja, wirklich, ich meine, guckt euch das an, und das ist noch nicht alles. Da kommt noch etwas. Der Stil ist meiner Meinung nach wirklich berauschend. Und ich sag mal, umso näher. Oder umso eher man sich in diesen Höhlen hier befindet, und umso näher man dem Ende der Höhlen kommt, desto stärker und häufiger tritt das Brummen auf. Ich find das von der Atmosphäre, finde ich das sehr beeindruckend. Das ist ein ganz anderer Stil, der sich hier auftut. Sehr beeindruckend. Sehr, sag mal, wirklich ein bisschen furchteinflößend.
Aber auf jeden Fall ohne Zweifel beeindruckend. Hier ist erstmal runter angesagt, ne? Ja, und ich nehme mal wie immer den kurzen Weg. Oh, runter mit uns. Ja, hier könnte es raufgehen an der Kletterwand. Aber auch dafür gibt es mit der Mod-AP Abhilfe. Die Jump Power drehe ich mir ein bisschen höher. Und plötzlich lässt sich hier gemütlich springen. Ja, soll natürlich nicht auf Dauer so sein. Das hier ist auch ein riesengroßes Gebiet. Ja, mir gefällt das sehr gut. Man möchte ja meinen, hier kommen die und die nun das neue Areal. Um das Loch freigeschalten und ein bisschen Höhlen. Mein Lieber. Ja, nicht ein bisschen Höhlen. Es ist ein ganzer Haufen Höhlen ist hier. Ja, mal kurz reingucken ist nicht. Hier ist wohl. Ordentlich gucken, ordentlich schmökern und vor allem wirklich genießen, was hier zu sehen ist. Ja, Haufen Gegner. Hier ist auch Platz ohne Ende nie. Wirklich Platz ohne Ende nie. Ja, für Gegner und natürlich für einen selbst. Ja, ich laufe auch ein bisschen rum, vor und zurück, damit das alle gut betrachten können, wie das hier so aussieht. Was hier so los ist, wie der Stil so aussieht von der Höhle. Ich finde das so dermaßen beeindruckend. Ja, und ich gucke auch gerade mal, geht hier die Taschenlampe aus? 4%, ja, das tut sie. So, erstmal hier kombiniert mit Batterien, Taschenlampe wieder angenommen und schon flackert das Teil nicht mehr. Hier, wenn man hier rankommt, an dieser Stelle, weiß man, wenn man diese Wände sieht, gut, ja. Jetzt ist hier wieder mal ein bisschen Stilwechsel angebracht. Und das kommt auch natürlich gleich mal zum Tragen. Hier durch diese komischen Gänge durch. Und hier endet an und für sich unser Weg. Mit einem guten Brummen. Timmy hat uns auch ein bisschen was hier gelassen, eine gute Zeichnung. Die mit dem Brunnen und an dieser Stelle definitiv meiner Meinung nach maßgeblich zur gesamten Atmosphäre beiträgt. Wir gucken uns auch mal das Bild hier vom Timmy an. Ja. Und das Brummen hört auch nicht auf. Da kommen wir nicht durch. Hier kommen wir nicht durch. Ich mache aber auch mal einen Flugmodus an. Und dazu, wenn man den Flugmodus anmacht, ergibt sich auch NoCap. Das heißt, ich könnte hier einfach mal durch. Der Effekt ist ein Wahnsinn. Ja, das Brummen ist ein Wahnsinn. Jedes Mal, wenn das kommt, hier wirklich, wow, ich bin beeindruckt. Mir gefällt das gut. Ja, hinter der Tür ist erstmal nix. Das vorweg. Ja. Das ist einfach nur eine Tür. Hier oben scheint ja das Glas des Lichtes kaputt zu sein, aber alles andere ist soweit intakt. Ich habe eine Vermutung. Ah, ich habe gestern auch mal ein bisschen im Spielecode rumgefummelt. Was heißt hier rumgefummelt? Das ist auch ein bisschen übertrieben. Ich habe mir das ein bisschen näher angeguckt. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin auf was gestoßen, was hier auf jeden Fall die ganze gesamte Alien-Theorie einfach über den Haufen wirft. Seitens even dem Community Manager, ja, der auch in den Steam-Foren hier der Community-Moderator ist und mit den Entwicklern ganz gut sich versteht, habe ich drüber mal kurz gesprochen und er meinte so kein weiteres Kommentar. Ja, Zwinker-Smiley, kein weiteres Kommentar. Zu ziemlich genauen Vermutungen meinerseits.
Ich denke mal, ich habe hier den richtigen Nerv getroffen. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat hier von, wie man ne Spieledateien der Entwickler eintaucht und sich was raussuchen kann, der findet auf jeden Fall auch das Gleiche raus, ja, wie ich. Es ist kein riesengroßes Ding, ja, wo ich sage so, oh Mann, die Geschichte der Menschheit wird jetzt hier erklärt. Nein, auf keinen Fall nicht. Ja, wir fliegen hier einfach durch. Ihr seht das. Im Rücklauf sieht das auch alles ein bisschen anders aus und vor allem nicht minder beeindruckender. Hier sind wir rausgekommen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht hier, dass die Geschichte der Menschheit erklärt wird. Aber ich denke mir, wow, ja, da kommt, wenn das stimmt hier, es noch einiges, was auf uns zukommt. Ja, hier wird wieder mal getaucht. Das sind wir mit dem Flugmodus, sind wir gut dran gewesen. Und ehrlich jetzt mal, Leute. Ja, guckt euch das vielleicht selbst an. Wo bin ich? Wo muss ich raus? Hier. Guckt euch das selbst an, ja. Fliegt ein bisschen rein. Von mir aus mit oder ohne Mod-AP, das ist ja natürlich komplett egal. Wichtig ist nur eines. Gebt euch definitiv das Erlebnis, das hier in den Höhlen jetzt mit der neuen Version stattfindet. Der freigeschaltete Bereich von The Forest, ja, ist definitiv ein Besuch wert. Und wie gesagt, ab und an gibt's mal hier ein cooles Specialty von mir. Ja, das hatten wir hier auf dem Einjahreswechsel, habe ich mal ein Höhlen-Special gemacht. Oh Mann, das ja, ich sag mal, nicht nur ewig hier, sondern das ist ja auch alles ganz anders mittlerweile. Ja, Höhlen sind anders aufgebaut. Ja, das ist auch jetzt hier Standardhöhlen sind nicht so spektakulär, traue ich mich mal zu sagen. Ja. Aber was hier definitiv spektakulär ist, das ist, meine Lieben, die Höhle, die hier neu freigeschalten worden ist. Mit dem neuen großen Loch, das wir ja ganz kurz besucht haben in der letzten Version. Und jetzt haben wir hier das kleine Loch mit der großen Höhle unten dran, so wie der Höhle seitlich. Ja, das haben wir besucht. Also, meine Lieben, ab und an gibt's mal was von mir. Ja, das war auch mal wieder die Axt im Walde und diesmal, ja, was ist neu im Axt der Walde mit The Forest? Ich sag mal, bis zum nächsten Mal, wo es wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit wieder ein Was ist neu in The Forest mit der Axt im Walde sein wird für die Version 037. Alles Gute, eine gute Woche und wie immer, liebe Grüße an alle, die ihr lieb habt. Tschüss!